bei Herr der Ringe anschaust. Zu welchem Team oder für welchen Fahrer haltest du denn in Formel 1? Generell bin ich einfach für die deutschen Fahrer, also Vettel, aber Vettel ist halt momentan kacke, beziehungsweise sein Auto ist auch kacke. Oh, wir können, müssen mal Dreier Gommens direkt mitnehmen. Also letzte Saison war nicht schön für mich zum Schauen, weil halt kein deutscher Fahrer gut für die letzten Saisons. Aber ich habe diese Hoffnung mit Vettel im neuen Auto, mit Schumacher dabei. Ich bin immer für die deutschen Fahrer. Good luck, have fun. Nur die erste Folge von Game of Thrones gesehen. Tja. Ist schon witzig. Dr. Klinker. Ah, das Ding ist halt, was mich halt auch abhält, Mill, ich bin ganz ehrlich, so dieses Game of Thrones Edition, dadurch, dass die halt einfach nicht auf Deutsch ist, ich mag keine englischen Serien, ich mag das nicht. Dankeschön, du bist so großzügig. sie sind auf dem Boy. Und ich habe wieder was bekommen von Frau Paradoxon. Oh, Schlagsahne mit Früchten. Alter, ich dreh durch. Ich bin jetzt hyped. Jetzt bin ich richtig hyped, Leute. Hallo, Frau Para. Ja, Mann. Hallo, Frau Para. Gab's gute Max? Nein! Es gibt kein Techies. Das ist belastend. Wir könnten auf Early Chiro gamblen höchstens. Bräuchten wir aber... Dr. Klinker! Hunter startet ihm auch mal wieder. Ja, die Game of Thrones, nicht Game of Thrones, scheiße, meine ich gar nicht. Ich meine Herr der Ringe, wieso sage ich Game of Thrones, ich Idiot, sorry. My suit should keep me comfortable through all of this. Natürlich habe ich die ganze Zeit Herr der Ringe gemeint. Das ist ja dir wohl klar. Ich dachte, wie die Handtasche wieder gekommen wären. Wird trotzdem eine Mac-Runde. Laut hier hat richtig Bock auf Macs, ich merke das. Wir können immer einen Snapfire gedroppt bekommen. Aber die Legend gibt einen Sub. Alter, gut dann. Wenn es einen Sub gibt, dann stehe ich natürlich ganz anders zu der Sache. Ihr wisst ja, wie ich bin. Also Extended Edition von Herr der Ringe habe ich gemeint. Nervt mich, dass die nur auf Englisch ist. Weil meine Frau kann kein Englisch, ich mag keine englischen Sachen. Early Legend. Early Legend. Komm schon, Game. Gönn. Gönn fürs Vertrauen. Zahlt nicht so wirklich nach Gönnen aus. Nehmen wir mal den Goblin-Bonus noch weiter mit. Ich würde gerade richtig gerne ein Decken bauen. Okay, damit ist schon wieder der Traum vom Decken zerstört. Ich nehme mal die Drop of Magic trotzdem mit. Die gibt's auf Deutsch? Die Herr der Ringe Edition oder wie? Weil letztes Mal hieß, die gibt's nur auf Englisch doch von euch. Die Extenden. Hä? Hat doch irgendein Englisch gemeint, Lösch mal, erzählt mir nichts. Die Herr der Ringe Extended Edition auf Deutsch. Und wie viele extra Minuten sind da drin? Ich bräuchte ganz dringend Techies jetzt. Techies. Timbersaw meine ich. Enchanted, I'm sure. Auf was könnte ich denn hier switchen, wenn die Max nichts werden? Und ihr wisst, dass die Max generell nie was werden. Hm. 60 in 2 und 3. Also im zweiten Teil geht der Film nochmal 60 Minuten länger. Und im dritten Teil auch nochmal 60 Minuten länger. Also insgesamt sind es dann 2,5 Stunden, was es mehr ist. Und es ist so richtig Film, wirklich so richtig wie die anderen. Da geht einfach der Film nochmal irgendwie an irgendeiner Stelle länger weiter.
Schon krass eigentlich. Und ich liebe Herr der Ringe schon, wenn ich ganz ehrlich bin zu euch. Alter. Obst mit Schlagsahne. Wisst ihr, was Obst auf Vietnamesisch heißt? Hoa Qua. Hoa Qua. Aber ich weiß nicht, was Sahne auf Vietnamesisch heißt, leider. Fight me, Junge. Kein Drop übrigens. Wie lang gilt Early Legendary Drop? Ist Runde 10 oder länger? Okay, krass. Und weil du vorhin von Mick Schumacher erwähnt hast, bin echt gespannt, ob sein Teamkollege Marzipin im Griff haben wird. Ich hoffe es. Also es wäre nice, wenn er generell, ich wusste gar nicht, wie sein neuer Teamkollege heißen wird, ehrlich gesagt. So bin ich gar nicht drin. Ich habe diese vorher gar nicht nachgelesen, sorry. Ich habe zu Ferrari halt auch Vettel, aber wenn es Vettel unterliegen. Also nächstes. Ja, ich bin auch gespannt. Also auf Vettel und auf Mick bin ich auf jeden Fall gespannt, auch nächstes Jahr, Weasel, definitiv. Und ich freue mich auch richtig drauf, wenn wieder mal zwei Deutsche dabei sind, wenn halt auch Vettel ein besseres Auto hat. Mick Schumacher habe ich eh lange drauf gewartet, seit Jahren schon. Ist ein rosa Typ, ist wie Mick Formel 2 gefahren. Ach, mit Mick. Und die Extra-Szenen sind echt gut. Ah, Mann, aber diese auf der Playstation, die wurde mir geschickt, das ist die Deutsch. Die, wo ich, die Blu-ray meine ich, Mille. Die schon 5 Monate wieder lieferbar ist, gefühlt. There's a price on all their heads. Was ist denn das für ein Ding? Ich habe irgendwas Hartes in meinem Obst drin. Ich glaube, meine Frau wird mich umbringen. Das ist bestimmt ein Stück Erdnuss. Alter, das könnte echt ein Stück Erdnuss sein. Was ist das? Ich habe sowas Hartes in meinem Horqua, in meinem Obst drin. Aber nicht so richtig hart. Könnte so ein Stück von einem Maiskorn sein oder so. Ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Wenn wir übrigens einen Timbersaw hätten, hätten wir schon 20 Rolls gesammelt. Aber was ist, wir haben keinen Timbersaw. Ein Peilsender, den ich mitessen soll, finde ich aber auch gut. Ey Mann, wo ist denn mein Drop? In the service of Salamene. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt in 7 Runden keinen Drop bekommen habe. Oder in 6 Runden besser gesagt. Und ich habe was ausgeschlossen, sogar ein Pandaren. Oh ja! Bleep, bloop, I am a robot. Yeah, just kidding. When you ice is nice. Weasel, ich fände es vom Prinzip her, also ich, irgendwo ist es cool mit den verschiedenen Rennstellen bei Formel 1, finde ich irgendwo auf einer Seite cool, auch unterschiedliche Autos, aber auf der anderen Seite finde ich es halt mordslangweilig, weil halt so was wie Mercedes halt die OP-Autos halt haben und deswegen halt immer gewinnen. Ich fände es mal irgendwo spannend, wenn die auch immer alle verschiedene Autos hätten, also die gleichen, also wenn wirklich jeder Fahrer zumindest mal für eine Saison oder für mal für so ein Rennen, jeder Fahrer das gleiche Auto hätte. Ich finde, da könnte man viel besser sehen, wer wirklich die guten Fahrer sind. Weil Russell zum Beispiel, als der ja jetzt einmal Mercedes, der wäre ja auch von der Leistung wäre auch Erster geworden, obwohl er sonst immer der Letzte ist mit seinem Auto. Also von der Leistung hätte es gereicht, dass er das geworden wäre. Ich bin hier gerade übrigens hart dabei, mir schön einfach Mage-Switch aufzubauen währenddessen. Weil ich kann ja nicht meinen Timbersaw, was soll ich machen? Trees are not so good with motion, you know. Was kommt der Glock, Alter? Fast schreibt der J-Rate schon.
Ich fand den legendär, den Drop, ehrlich gesagt. Ich fand den ja legendär. Meint ihr, ein Ogre-Matcher wäre besser, wenn ich dadurch doppelt Tinker vielleicht hinbekommen würde? Okay, wir gewinnen und wollen echt die Streak. Haben wir gegen ihn eine Chance? Er hat Element Bonus zusammen, zu schlimm. Weil mein Main Damage Dealer sind eh die Ults von meinen ganzen Units. Wenn er drüber geht, ist alles, glaube ich, weg. Komm. Triple Kill! Alter, wir holen das. Lul! Ich habe noch nie mit Goblins so viele Runden am Anfang geholt, wenn ich nicht noch Timbersaw dazu gezogen habe. Hat überlegt, ob ich die zwei löschen sollte, aber eigentlich, wenn ich auf neue Mages switch, will ich jetzt nicht anfangen, die Wizards schon zu löschen für ein bisschen Gold. Seit die Turbo-Hybrid-Ära angefangen hat, hat eine Mercedes dominiert. Ich wünsche mir wieder Back to the Roots weniger. Ich vermisse auch ein bisschen das Tanken, ehrlich gesagt, Weasel. Also wenn ich vergleiche zu ganz früher, wo man halt noch wirklich, wo Tanken noch dabei war, war das nochmal spannender. Früher war es generell gefühlt spannender, da konnte viel mehr schief gehen. Klar war das Tanken auch gefährlich für die Fahrer, so ist es nicht. Aber früher war es einfach noch krasser. Alles so. Früher war alles besser. A blaze of glory. Ja, Kaya kann man auch mal mitnehmen. Thanks. Kein Drop wieder mal. Aber ein Fugu, dann stellen wir einfach dazu. Vielleicht halt mit dem Fugu der Streak. Ich will aber Multicast, nicht mehr die Lina. Überleg mal, wie viele Rolls wir hätten. Ich komme nicht drauf klar, wir hätten so viele Rolls jetzt schon. Jetzt können wir halt auch einen Ogre-Drop oder halt einen Dings-Drop bekommen. Bis 15 gilt early. Okay, lasse ich mal bis Runde 15 auf jeden Fall mal drauf. Auch wenn denn die kommt nicht mehr reinpasst. Also denke ich, wobei, wenn ich jetzt auf einmal... Ah, nee. Ich tu mal noch nicht sagen, ich lasse ein Safe drauf. Nachher ziehe ich irgendwas richtig cooles. Ich lösche dich schon mal. Ich weiß, Lord Theodor, du meinst an der Stelle absolut keine Mech-Runde. Du hast auch gesehen, ne? Du hast einfach gesehen, Lord Theodor, wie Timbersaw kam, nämlich gar nicht. Also mach mir da bitte keinen Vorwurf. Und Mechs sind eh im End dann richtig Schmutz. Ist Shadowfiend stärker als ein Furion? Wahrscheinlich nicht. Ja, das war auf jeden Fall gefährlich. Das war auf jeden Fall gefährlich mit dem Tank. Aber es war halt auch irgendwo einfach spannend. Wenn Tekis und Shairo da sind, setzt deine nächsten 25 paar Punkte ein. Ja, mach das doch, dann benutze. Weißt du, Mille wollte das Feature haben mit dem Forcen und setzt es einfach. seit 5 Jahren nicht ein. Also wir haben es jetzt irgendwie seit einer Woche oder so, das Forcen, oder seit 2 Wochen. Er wird unbedingt das Feature haben jetzt und wir setzen es, im Endeffekt machen wir es halt nicht. Ich brauche kein Multicast auf ihn, weil ich glaube, das war die Streak jetzt. Ich meine, er macht Mordschaden, wenn er erstmal auf einen geht. Aber wobei, der verteilt halt so krass, macht gar keinen Schaden. Ich nehme alles zurück. Kohle. 50 Gold ist okay. Ich habe auch noch andere Features vorgestellt. Die haben mich im Kreis drehen, auf dem Stuhl oder wie. Mir fehlen die Punkte zum Forcen. Da müsst ihr mehr AFK dabei bleiben. Ja, wobei man muss auch immer was drücken, glaube ich, oder dann immer Punkte sammelt bei Twitch. Ice is nice. You can't keep a demon down. Krass, Runde 13, keinen Techies. Aber ich meine, jetzt brauche ich noch nicht mehr. Jetzt würde ich eh völlig, fange eh die Runden an zu verlieren. Die Leute inzwischen haben auch meistens schon irgendwas draufstehen. Was hat denn der gezogen, Alter? Kevin. Der Kevin, ich weiß, wer meine ganzen Timbersaws hat. Wenn man klickt, werden es mehr, okay. Bei jedem Rone Liegestütze machen. Oh je.
Ja gut, aber wie lange, wann hast du den Stream gefunden, Marlos, ist die Frage. Deswegen hast du wahrscheinlich nicht so viele Punkte, weil ich, also wenn du, du bist ja jetzt seit 2-3 Wochen, würde ich sagen, dabei circa, oder? Deswegen hast du halt noch nicht, bist du auch nicht voll. Aber du bist auf jeden Fall sehr aktiv, das freut mich. Ja, ich glaube, die meisten haben bisher aber gerecht geforst. Ich habe bisher noch keinen asozialen Force gehabt, wo unspielbar gewesen wären. Also die Leute haben schon cooles. Das finde ich cool auch, dass sie halt, wenn ihr forst, bisher zumindest halt coole Sachen geforst werden. Und nicht irgendwie, dass einer sagt, hey, spiel mal, weiß ich nicht, Demons mit. Was ist schlecht mit Demons? Das ist ein schlechtes Beispiel. Irgendwas Schlechtes. Stellt euch irgendwas Schlechtes vor, Leute. Behold the Scourge of Icewreck. Warte mal, wieso stehe ich ihn runter? Das wollte ich gar nicht. I bring an end to magic. So, eine Runde haben wir noch. Gibt es ein Command, wann ich gefollowt habe? Nee, das leider nicht. Ja, deine Stunden Watchtime sind nice dann, ja. Das sag ich ja nicht, Marlos. Ich bin froh, dass du so aktiv am Start bist. Oh Gott, Kevin hat bald 25 Kanalpunkte. Kevin, bitte mach keinen Quatsch, gell? Hier. Ich bin froh, dass ich das 25k gemacht habe, weil Mille wollte erst mal was wie 10k, das wäre komplett Katastrophe, ich würde jede Runde geforst werden. Ich würde sogar Ench löschen, falls ich jetzt was einen Drop bekomme, weil ich will nicht mit dem Ench runterfallen Probleme bekommen. 10k Punkte beim Wetten verloren, das ist natürlich belastend. Darf halt nie gegen mich wetten, wenn man gegen mich wettet, ist immer schlecht. Ich habe, glaube ich, fast bisher jede Wette geholt, wo gewettet worden ist und es wurde fast jedes Mal mehr gegen mich getippt. Wir sind halt schon fast Level 7, das ist halt cool. Habe ich Probleme mit so einem Team eigentlich gegen die Wölfe? Kommt ein Shen um die Ecke. Da wäre der Mech. Oh, ich habe einmal zu viel gerollt, das wollte ich gar nicht, den letzten Roller. Zählt Bru jetzt noch nächste Runde? Komm, eine Runde muss Bru noch zählen. Weil jetzt droppt er, jetzt gönnt er nämlich. Ich hab's gefühlt, der droppt jetzt einen Disruptor sogar direkt. Ey, ich werde jetzt aber nicht Max spielen, Mille. Also ich werde switchen auf Mages übrigens gleich. Also ich werde nicht Max durchziehen. Ich habe jetzt ja keine Wette gerade, dass ich Max spielen muss, Mille, falls du das gerade denkst. Das ist keine Wette oder so. Deal, sagt Jay, okay. Aber irgendwie... Ja doch, ich glaube dran, Leute. Ich glaube daran. Man muss nur daran glauben. Der Drop, ich höre ihn schon, komm. Isavuli! Was sagt der überhaupt jedes Mal? Spark of Death. Ach Mann, ich hab daran geglaubt, ehrlich. Ja, eigentlich kann ich ihn jetzt auch löschen, jetzt ist er eh unnötig für mich geworden. Mein Team wird gleich so richtig nachlassen, es wird so richtig ekelhaft werden. Zappy Aua. Wird Paul erster oder zweiter? Dann viel Spaß an Punkte verlieren. Also tut mir leid, falls ich ab und zu mal irgendwann in meine Chatnachricht mal überlese, das kann mal passieren. Es kann immer mal vorkommen, dass ich eine Chatnachricht überlese und das Timmer so. So, ich werde noch Goblin Bonus stellen. The battlefield is merely a canvas waiting for my brush. Jetzt auf Mipo stelle ich lieber noch einen Goblin rein. Och, da ist ein Gold.
ein Zwei-Faktoren-Wette ist es nur. Wie haben sie denn gewettet? Wer tippt auf ja? Das sehe ich wieder nicht richtig, oder? Ach, Weasel hat am meisten auf ja. Weasel ist ein Ehrenmann erstmal an der Stelle. Kevin auf 9. Unehrenmann. Ice is nice. I ride with the light. Hallo Eat, Eachy. Ja, genau, ich hab's richtig verstanden mit der Wette, hoffe ich. Könnten wir 10 Punkte, das ist nicht so geil einfach, diese Aussage. Nein, ich will meine Punkte sparen, 10 Punkte sind mir schon viel zu viel. Konnte kannst du mal bitte das Feld hier aufräumen. Oh, hat nicht ganz gereicht, leider. Ich will gerade irgendwie den Brewmaster nicht rausnehmen, Leute. Weil ich halt die Panas ausgeschlossen habe auch. Sie machen alle Mage an. Ich habe jetzt Mana. Ich habe ein bisschen Frontline. Ich glaube, so bad ist das Team gar nicht. Also, es ist kacke, das Team, aber dafür, dass ich noch so viel Prozent halt habe vom Leben her. Nein, nicht mehr gehört das, holy shit. Fehlt Rubik auch noch halt. It's Commander Trezden. Was soll der Scheiß denn? Ja, okay, das war's für dich, mein Amigo. Tut mir leid. The Stormcrafter comes. Der ist gut. Oh mein Gott, gar nicht lucky. Was für Legendary Drop? Du meinst Legion Drop, oder? Das war der Macro, der hat mir den Ding gegönnt gerade. Den Disruptor. Ja, das war ein bisschen close. Paul Parallax Loxon, ja das. Ich kann es nicht aussprechen. Ich kann meinen eigenen Namen nicht aussprechen. Meinen neuen Namen kann ich selber nicht aussprechen. Warte mal, ich kann die gar nicht spielen, die Sau. Wieso kaufe ich die eigentlich? Ach, Enigma kann ich nicht mal spielen wegen Razer, Mann. Vielleicht brauche ich ihn kurzzeitig erstmal. Bevor ich die anderen Sachen spiele, könnte ich ihn ja mal mitnehmen. Und ihn für die Bücher. Time to shove off. Der ist ja Hanebüchen, du. Oh, warte mal, wir haben hier Mage Resistance, sehe ich gerade. Soll ich vielleicht mal ins Ding hier reinpacken? Triple Kill! Ja, ich glaube,
glaube, es kam auf jeden Fall die richtigen Units an, um damit es was reißen zu können. Im besten Falle. Der Enigma muss wieder raus. Das Raptor behalte ich. Ich brauche einen Rubik im Team. Ich will Dragon Knight. Man hat auch einen Dragon Switch. Ah ne, Shakiro gibt es nicht. Da habe ich da keinen Bock drauf. Aber wobei, mit Enigma und das Raptor und Dragon Switch. Ne, ich spiele die Mages durch. Vor allem spiele die durch. Time to shove off. Ich hab Bock auf Mages. Ich pushe ihn nicht hoch, dann können wir das Geld uns gleich sparen. Oh, da ist der Rubik und er. Habe ich jetzt, was ich haben will? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, das passt vom Team jetzt her. Prinzipiell. Ja, passt. Nice! Das könnte eine entspannte Mage-Runde werden, Leute. Ey, da Titan auch schon. Hätte auch eine entspannte Dragon-Runde werden können. Windranger noch mitnehmen auf jeden. Was gibt's noch für Legis? Sonst kein Windranger, wäre das nächste Level halt noch. Ach, entspannt, Leute. Ich glaube, das wird eine entspannte Runde. Und dann spielt jemand Nagas. Behold the scourge of Icerak. I ride with the light. Elfin Old. Pangolier Old, das heißt, er macht den Pangolier Boy. Macht auf den Disruptor das überhaupt Sinn, das Item, oder sollte man das lieber dem Ogre Match vorne geben, diesen Heal? Kommt nächste Woche Donnerstag, Paul, die Lieferung von Herr der Ringe. Und das war, die war nicht so teuer, ne, Mille, die du mir geschickt hast. Das war ja nur für 30 Euro oder sowas, oder? Du bringst mich gerade echt ins Überlegen. Ich muss dir ehrlich sagen, wie es ist. Ich glaube, ich bestell die mir nachher. Schick die mal auf WhatsApp. Ach, du hast mein WhatsApp gar nicht. Ich habe die noch im Discord irgendwie drin, glaube ich. Schick die mal nochmal in Discord-Bild, damit ich dran denke. Damit ich auf dem Handy das nachher sehe. Das wäre cool. Wenn es nicht zu viele Umstände macht. I bring the spark of death. Was macht der Rubik da unten denn? Achso, ich hab ihn hingestellt, weil er Pangolier ist, okay. Ist mal voll selber verwirren. Mr. Hanky, der Weihnachtscode, hilft dir auch in der Not. Kottl wurde richtig gesaved. Triple kill. Schade, Mann. Ich wäre gerne in den Streak gegangen. Freut mich, wenn ich unterhalten kann. Audio! Oh, da muss ich drüber lachen. Das ist mein Humor. Das ist mein Humor. Ice is nice. Der scheiß Enigma, Mann. Guess we better. Jetzt kommen die Platzprobleme aber hart an. Ey! Meine Aufstellung ist komplett lost gegen die auch. Dann vielen Dank, vielen Dank. Wie kann ich diesen Rubik jetzt mitnehmen, ohne zu locken, Leute? Oder wir ignorieren ihn einfach erstmal. Ich ignoriere diesen Rubik, weil ich will nicht locken. Nee, ich will nicht locken. Den bekomme ich schon nochmal dann zweimal. Level 3 geht der eh nicht. Jo, also wenn du, ich zeig's auch hier nochmal. Ich habe quasi hier 9er, wo bin ich denn? Hier 9er Mages. Meine Aufstellung war komplett lost gegen die. Oh ne, warte mal, das sind ja die, dann. Die The forecast calls for victory! Oh, Mana Boots natürlich.
Ice is nice. You summon the demon witch. Come on, game. Face. Ich gerade der niceste von dem, wo ich ziehen konnte. Sechs Discs, okay. Ja, das soll ich dann hinbekommen, wenn ich es bestelle dann schon. Wichtig ist auch, dass die auf Deutsch ist, Mille. Wichtig ist, dass die auf Deutsch ist. Static storm. Den Razer in der Ober stellen oder nicht? Jein. Ich will, dass Razer schnell die Ult raushaut. Und ich habe kein Mana auf Razer. Und wenn er schon die Ult raushaut, damit alle gefreezed werden, dass er ein bisschen Schaden bekommt. Aber kann man sich wahrscheinlich auch wieder drum streiten, weil er jetzt auf 2 ist. Die Multicast ist auf den anderen Units hinten auch nicht schlecht, wenn die Multicast bekommen. Oh, das war jetzt das Einzige, was ich richtig gespart habe. Jetzt würde ich fast gerade gerne erstmal noch ein Level gehen. Was hat er für ein Ult inzwischen denn? Das ist wieder Dings, oder? Wie heißt er denn? Ich nehme die für 9. Earth Shaker, glaube ich. Ich könnte den Grimstone noch mehr an die Front stellen. Also wichtig ist halt, dass Razer die Ult raushaut. Weil die Ult hat sind alle gefreezed hier. Durch den Mage-Bonus. Also ich bekomme die ganze Zeit den Multicast auf den Razer, oder? Das ist halt auch schlecht. Okay, dann hoffen wir es mal. Hoffen wir es mal, Mille. Sonst schicke ich die zu dir und wir mein Geld zurückhaben. Wir können die nicht so bei Mille, Alter. Ah, zweimal Shadowfiend übrigens, aber den braucht man nicht. Wir haben hier schon die Windrow Rangor. Ach, Kottl. Ich kann schon mal kurz mit den Rolls was anstellen, ja. Time for target practice. Ja. Mein ganze Economy geht kaputt. Another arrow in my quiver. Sag euch, wie es ist. Es tut mir nur voll leid für diesen einen Boy hier. Okay. Vielleicht auch schlecht, aber der Ding will einfach nicht hochgelevelt werden, die Runde der Rubik. Jetzt droppt er auch hart vom Feld runter. Ich glaube, ich pushe es mal rein. Ich will Disruptor auf jeden Fall auch wieder im Spielfeld drin stehen haben. Asian Talisman. Ja komm, gönnen wir uns einmal. Warte mal, du kannst hier hin, dann kann Razer da. Du kannst mehr hier. Wir könnten es so stellen, dass er zumindest die Ult schnell rauspackt. Wenn er seinen schafft. Alles, was Attack hat, bekommt die Windranger. Static Storm! Static! Wir können eine Wash-Party machen. Ich fühle dieses Twitch-Prinzip nicht so richtig mit Watchparty, mit also zusammen so Filme und Serien schauen, ich weiß es nicht. Weil halt so viele nicht mitmachen können, das ist halt das Deprimierende daran. Wenn man so wirklich mit vielen schauen könnte, wäre es cool, wobei es auch wiederum finde ich uncool daran, dass halt, dass man halt theoretisch, was wollte ich denn jetzt sagen? Ich bin voll vergessen, was ich sagen wollte, während ich es gesagt habe, ohne Witz. Ja stimmt, ja, ich wollte sagen, dass noch die anderen Leute dann quasi, wenn ich jetzt Watch Party schaue und ich würde weiterschauen, nehme da keine Zeit, dann kann er ja nicht gleichzeitig weiterschauen quasi, also
Versteht ihr, wie ich meine? Ich schaue jetzt weiter die Serie mit euch weiter, aber irgendwann hat keine Zeit und dann verpasst halt 2-3 Folgen von der Serie, weil der erst beim nächsten Mal wieder mitgucken kann. Ist doch voll kacke. Also wäre dann eher Film halt. Aber dann ist auch schade für die, wo kein Prime haben. Für die 4-5 Leute, die Lost sind und kein Prime benutzen. Ja, ich denke auch, mit Film geht's besser. Die Idee dahinter finde ich ganz witzig. Wobei, ich gucke halt nicht viele Filme, muss ich auch zugeben. Wenn, dann gucke ich mit meiner Frau halt meistens was und dann sind es halt meistens Serien. Victory is ours. Das Schlachter Blick wäre auch witzig gewesen. Herr der Ringe, der Herr der Ringe ist natürlich nice, das stimmt. Millie, jetzt sag mal, macht es Sinn, die Hood of Defense hier auf Dings zu haben? Ja, wobei doch eigentlich schon, ne? Damit er nicht verreckt, weil er, wenn irgendein Mage über ihn drüber geht direkt. Könnte man Kaya umverteilen, ich bin mir so unsicher mit den Sachen. Aber das Team ist halt eh gerade mega am dominieren, was ich habe. Ich hätte so viel Mana, wenn die. Was bringt die Crystal Maiden nochmal dann? 25 Mana every 2 seconds. Dann bin ich wirklich innerhalb von 30 Sekunden, habe ich mein ganzes Mana überall voll. Wenn die Crystal Maiden nochmal hochgepusht wird. Static Storm! Wie geht die an? Da bin ich. Im Kordel hat schon ein K, ja. Tut auf Ogre. Also würdet ihr zweimal Kaya auf Kordel geben? Dann zweimal K, ja, okay. Dann machen wir das mal. Das deckt. Jo, aber ich dachte, wenn es verteilt ist, ist es auch gar nicht schlecht. Aber kann ich mir täuschen. Gut, dann gebe ich das auf jeden Fall ihm, damit er mehr healt noch, weil er am meisten Leben auf hat. Machen wir das so. Also was jetzt noch hochgelevelt werden kann, ist Rubik mal irgendwann nach 10 Jahren der Ogre-Matcher auch auf easy. Disruptor brauche ich ja nur 2 Stück. Sind die Chancen gar nicht so schlecht. Die, weil ich Akir ausgeschlossen hat, da brauche ich aber noch viel. Die zwei sind die schnellsten und Rubik. Den Rest dann, aber ich werde es nicht komplett runterrollen. Hat Dave Nagas. Oh, Dave hat Nagas gestellt. Da habe ich noch mal ein bisschen Angst, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Bei Nagas, da bekomme ich natürlich Panik. Im Moment aber noch gar keinen Unterschied. Die fehlen aber noch ein paar Dreier. You don't need Cordless 3 and Razor Tree, go level 10. Ich will auf jeden Fall erstmal die da auf 3 ziehen, auf jeden Fall. I bring the spark of death. Kordel 30. Ja, ist echt so. Ja, der Disruptor braucht wahrscheinlich zu lange für die Ult, gehe ich von aus. Zum Glück. Stimmt, der Disruptor könnte noch Ärger machen. Vermutlich hast du auf den Kottel. Der Kottel kommt echt gerade hart auf, das stimmt. Static Storm! My power surges. Ich hab Brimstone fertig. I bring the spark of death. Mal was auf, bisschen safer. Stimmt, Umfrage beendet. Wer wieder gegen mich gewertet hat, ist übrigens komplett lost. Für alle Leute, die wieder mal gegen mich gewertet haben, ihr seid einfach komplett lost. Komm, ich schaffte das Raptor damit die Ult. Schafft er die Ult? Static Storm! Kommt hier raus. Shocking Kill! Triple Kill! Triple Storm! Monster Kill!
My beard grows longer. Leute, haben wirklich keinen Bock, dass ich hier Kotl auf 3 spiele gerade. Behold the skirt of Icewrath. Bitte gib uns nicht auf, Dave, oder sowas. Weil ich bin kurz davor, den Ding hochzuziehen, den Kotl noch. Bei Hunter Rare, I want to play Kotl's Readers Round with 2 Kayas. Vor der Clickbait-Title in YouTube. Ist das blöd. Die Aufstellung war wieder richtig Premium von mir übrigens. Na gut, aber das Team ist zu strong. Oh, ja. Victory is ours. Schreibe aber noch fürs nächste Level dann. Guess we better. Yep. Tide wäre auch noch interessant Good gewesen. Idea. Ach, Kotl! Kotl ist ein Verräter. I ride so. With the light. Ich wollte nur den Clickbait-Titel haben, Leute. Ah, belastend. Was unlucky. Das ist belastend. Der Kotl war fast noch möglich. Das Kotl war echt nicht weit weg, theoretisch, vom Ding her. GG, ja.